Servus, ich bin der Sepp, Bergwanderführer von Alpine Wetten. Ich erzähle euch heute was über die Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest, ganz im Speziellen über den zweiten Teil durchs Triglavgebirge. Wir starten in der Grenzregion von Italien und Österreich und gehen dann weiter Richtung Slowenien, Richtung Triglav. Der erste Teil von der Wanderung ist ein bisschen was zum Eigeh. Wir haben so Wald- und Hügellandschaft, die Strecken sind schon relativ lang, die Wege an sich aber nicht so anspruchsvoll. Je weiter wir Richtung Triglav kommen, desto ursprünglicher werden die Hitten und desto rauer wird die Landschaft. Die Wegfindung ist teilweise gar nicht so leicht. Wir haben total kleine Wege, die teilweise überhaupt nicht markiert sind und eher so Steigspuren sind, also Weg selber. Also man muss sich auch als Führer tatsächlich ziemlich gut darauf vorbereiten, auf die Tour. Wenn wir dann im Triglav selber drinnen sind, haben wir einen Haufen Schotterreißen. Das ist wie eine Mondlandschaft, wenn man da oben durchgeht. Und wenn wir dann hinten runterkommen Richtung Siebenseental, ist mit jedem Meter, den wir absteigen, wird die Landschaft grüner und es gibt mehr Wasser. Ist total schön zum Sehen. Ist eine urige Landschaft und darum haben sie wahrscheinlich auch einen Winnetou-Draht. Wir gehen dann weiter Richtung Sotschertal, wo wir dann schließlich auch ankommen. Bei der Tour selber kommen wir mit einem Transfer aus. Wir haben 10 Kilometer Transfer und den Rest gehen wir zu Fuß. Schaut euch die Tour mal auf der Webseite an, die würde mich freuen, wenn wir mal gemeinsam miteinander unterwegs waren.